All die Tode, die ich nicht verhindert habe. Ich fühle mich mies. Ich finde, ich hätte mehr tun müssen. Jetzt ist Toussaint ohne Herrscher. Oder besser, das Chaos herrscht. Und die Verzweiflung. Die Leute haben die Herzogin wirklich gemocht. Ganz Beauclair weint um sie. Emotionaler Massenausbruch? Offenbar haben die Untertanen die Wesenszüge der verstorbenen Herrin übernommen. So sarkastisch. Ich dachte, du hättest Anna Henrietta gemocht. Hab ich auch. Und ich bedauere ihren Tod aufrichtig. Ich auch. Dann trinken wir. Und da habe ich dich immer für eine so komplizierte Kreatur gehalten, die niemals auf so schlichte Methoden wie das Ertränken von Kummer verfallen würde. Es gibt Sorgen, bei denen hilft einfach keine andere Medizin. Man kann über Sienna sagen, was man will. Kompromisslos war sie. Nun allerdings. Es wäre ihr gut bekommen, wenn sie eine etwas philosophischere Herangehensweise gewählt und hin und wieder ihre eigenen Handlungen in Frage gestellt hätte. Stimmt. Wie findest du meinen Brand? Zu stark? Genau richtig. Der örtlichen Alraunen, der Varietät Diavolis sei Dank. Die Wurzeln, die hier in der Vulkanerde wachsen, haben ein einmaliges Geschmacksprofil und eine außergewöhnlich dunkelbraune Färbung. Faszinierend. Ich kann nur sagen, dass diese Charge gelungen ist. Eigentlich wäre es klug, ein paar Wurzeln zu lagern. Würdest du mich begleiten? Du willst jetzt im Dunkeln nach Wurzeln graben? Och, Geralt, selbst wenn ich dir zugestehe, vergessen zu haben, dass ich als Vampir im Dunkeln hervorragend sehen kann, nehme ich dir doch nicht ab, vergessen zu haben, dass du selbst dunkelsichtig bist. Also, wollen wir? Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann los. Aber dir ist klar, dass diese Variante hochgiftig ist. Auch für Hexer. Kein Problem. Ich lasse Sicherheit und Hygiene bei der Alchemie niemals außer Acht. Hier, Handschuhe und Maske. Damit solltest du außer Gefahr sein. Also gut, dann mal los. Das Mondlicht lädt zum Träumen ein. Woran denkst du gerade? Succubus-Titten? Nein, ich dachte daran, dass alles interessant aussieht, wenn es richtig beleuchtet wird. Einen Moment, Regi. Wir gehen jetzt auf Alraunenjagd. Das heißt, wir legen uns eine Maske an und ein paar Handschuhe. Warum springst du denn immer wieder um? Auch alte Nekrophagenkadaver? Du hast wirklich gar keine Kultur, oder? Sieht eigentlich aus. Vegas? Vegas? Ah, da bist du. Ja, ganz. Oh, die sieht aber süß aus, die Alraune. Ich nehme mich an Harry Potter Alraune, ne, du? Und wenn wir zum Schluss noch Stechapfel hinzufügen, die Mischung könnte interessant sein. Ich muss auch Alraunenwurzeln sammeln. Kann ich nicht die nehmen, die Regis gefunden hat? So, was haben wir hier? Nummer 1. Da sehe ich Nummer 2.
Da liegt noch irgendwas. Kurz gucken, was das ist. Oh, eine Leiche. Naja, heben wir die Röhre noch auf. Wo ist dieser Blutsauger hin? Wird nicht leicht zu finden sein. Ist schließlich ein Vampir. Verdammt, wo steckst du? Regis, Mann. Das Regis! Der nicht warten kann, der Typ. Verdammt, wo steckst du? Ich hab gerade Geräusche gehört. Regis! Verdammt, wo steckst du? Ich habe getan, was ich musste. Diese Bruxe haben dich einen Verräter genannt. Tja. Wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns, uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder... Sie werden also keine Ruhe geben. Nein, werden sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel. Eine ungeschriebene. Genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Darum muss ich Toussaint verlassen. Vermutlich für geraume Zeit. Ja, verstehe. Ach, gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken. Einige Zeit später. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Weißt du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt. Auf den Nachttisch. Danke. Verrätst du mir, was es ist? Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht reizt es mich wirklich, irgendwann Winzer zu werden. Vielleicht bleibe ich aber auch auf dem Hexerpfad, reise durch die Gegend und sehe mir die Sterne an, wenn ich abends neben der Straße lagere. Ach, Geralt, wie poetisch. Könnte von Rittersporn stammen. Ich weiß noch, dass wir uns hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. An das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gerne. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Und du? Weißt du schon, wohin du gehst? Möglichst weit weg.
Vermutlich ziehe ich nach Süden. Nach Nilfgaard? Warum nicht? Die Nilfgaarder sind eine moderne Gesellschaft. Da glaubt niemand mehr an Vampire. Das ist meinem Inkognito-Dasein sehr zuträglich. Interessanter Gesichtspunkt. Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Allerdings. Ja, meine Freunde, das war The Witcher 3 Wild Hunt DLC Blood and Wine. Interessant, dass sie denselben Abspann aus dem ersten Teil nehmen. Ich sage, ein krasses Spiel. Also für ein DLC, Wahnsinn, das ist ein Add-on, meine Lieben, das ist kein DLC, ich bitte euch. Also, 15 Euro, haha, hier, oder was es kostet, das ist ja nichts, weißt du. Also, gebt euch, falls ihr es nicht habt, gebt es euch nochmal. Ihr werdet eine andere Geschichte erleben, wahrscheinlich, als ich. Krass geiles Spiel auf jeden Fall. Kann man nochmal spielen, wenn man die Zeit hat. Wir sind jetzt, glaube ich, bei... Na, lass mich lügen. 203, 204 Stunden. Insgesamt. Also Hauptspiel und zwei DLCs. Zwei Add-ons. DLCs sind ja unfassbar. Ja. Krasse Scheiße. Auf jeden Fall. Sehr, sehr krasse Scheiße. Was, gibt es noch zu sagen zu dem geilen Spiel? Das Ende hat mich ein bisschen so ziemlich überrascht. Erstmal, dass es so lang ist, dass noch so viel kommt, habe ich echt nicht erwartet. Das ist ja wirklich eine Masse gewesen, was da kam. Und zweitens soll es noch, es gibt noch weitere Enden. Es gibt scheinbar auch ein gutes Ende, was aber nur sehr schwer erreichbar ist. Ich werde vielleicht nochmal versuchen, ich glaube, ich versuche das nochmal, das gute Ende hinzubekommen. Vielleicht gibt es da noch ein neues Video dazu, noch so ein Folgevideo, wo ihr das gute Ende dann seht. Aber mal schauen, da lasse ich mich selbst überraschen. Mal gucken, ob ich es überhaupt hinkriege mit den Sachen, die ich vorgearbeitet habe. Ein paar Sachen überspringen und so und dann noch das gute Ende ansehen. Das muss ich erstmal testen. Also dann, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir ein Abo da, falls ihr Bock habt und mehr sehen wollt. Es folgen jetzt natürlich noch andere Spiele danach. Da muss ich mal gucken. Also entweder folgt Mirror's Edge Catalyst oder Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider sozusagen. Ja, die 20-Jahr Edition. Mal schauen. Wir wissen, ich schalte auch wieder ein zum nächsten Let's Plays, falls ihr Bock habt und ja... Wir sehen uns dann sozusagen übermorgen zu einem neuen Let's Play. Bis dann, meine Freunde. Ciao.
Ich würde wirklich gerne nach Hause gehen. Ja, willkommen zurück, ne? Und ich dachte, es wäre vorbei. Natürlich nicht, meine Freunde. Und sei es noch so bescheiden, gehe nach Hause. Ja, dann wollen wir... Ich habe gerade nicht die Sicht aktiviert, deswegen war ich gerade etwas verwundert. Gehen wir doch nach Hause. Schauen wir mal, was uns da erwartet. Corvo Bianco. Und schauen uns mal an, was Regis dahingestellt hat, meine Freunde, auf jeden Fall. Das ist doch interessant, würde ich sagen. Das ist doch sehr interessant. Regis, du alte kleine Drecksau. Schon ist es besser. Die Wunde. Oh, wen haben wir denn da? Meister Hexer, eine unbekannte Person ist in die Residenz reingeplatzt. Ich wollte es nicht zulassen, aber es half nichts. Wer war es denn? Die Person hatte nicht mal den Anstand, sich vorzustellen. Ich vermute, es war Regis. Oder Yen. Unerwartet wie immer. Und hinreißend wie immer. Willst du gar nicht wissen, warum ich hier bin? Oder wie ich dich gefunden habe? Ich würde sowieso keine klare Antwort kriegen. Das stimmt. Deine ganzen Geheimnisse haben mich mal beschäftigt. Jetzt weiß ich, dass du mir sagst, was du mir zu sagen hast. Ich muss nicht fragen. Ich habe dich vermisst, Geralt. Und wie? Komm nach draußen. Wir können Händchen halten und die Sterne betrachten. Wie in einem Zwei-Kronen-Roman. Du hast ja einige Bücher mitgebracht. Lass mich raten. Du arbeitest an einem neuen Zauber? Gar nicht. Das sind keine Zauberbücher, sondern Schmöker. Der Name der Orchidee, Witwer für ein halbes Jahr. Ich dachte immer, du wärst viel zu beschäftigt, um zu deinem Vergnügen zu lesen. Das war ich auch, aber jetzt nicht mehr. Vor ein paar Wochen merkte ich beim Aufwachen plötzlich, dass ich nicht wusste, was ich als nächstes tun sollte. Ich habe keinen Plan und kein Ziel. Und weißt du was? Es gefällt mir. Endlich kann ich aufhören, über Politik nachzudenken und mich auf das konzentrieren, was mir wichtig ist. Deswegen bin ich hier. Gefällt dir Toussaint? Die Landschaft ist hübsch, die Städte sind charmant, keine Frage. Aber? Aber die südliche Sonne ist nichts für meine Garderobe. In schwarzen Kleidern wird einem hier ganz schön heiß. Vielleicht solltest du deine Farbwahl überdenken. Wie wär's mit Eierschale und Erbsengrün? So wie ich. Und beim Duft wechsle ich zu Rüben und Gänseblümchen. Ich bleibe lieber einfach im Schatten. Und du bringst mir regelmäßig was Kühles zu trinken. Ich bringe dir, was du willst. Es ist schon seltsam, ein Zuhause zu haben. Du bist mir nie wie ein Hausbesitzer vorgekommen. Es war eine Art Unfall. Aber ich beschwere mich nicht. Yen, weißt du noch? Vor dem Kampf gegen die wilde Jagd? Da hast du gesagt, du wolltest mit mir fortgehen bis ans Ende der Welt. Reicht dir dieses Weingut? Ja, obwohl eine Sache fehlt. Und zwar? Ich gebe dir einen Tipp. Groß, weiß, vierbeinig. Kategorie Tierpräparation.
Oh ja, das Einhorn. Gut, du kannst es mitbringen. Ich wusste, du würdest das einsehen. Hättest du je gedacht, dass dieser Tag kommt? Du und ich in Ruhe und Frieden, Bienengesumm, Vogelgezwitscher. Ich bereue beinahe, dass ich so lange gewartet habe. Ich war ein dummes Huhn. Beinahe? Es muss schwer gewesen sein, mir nachzureisen. Du bist doch stolz wie ein Pfau. Bitte, Geralt. Ich gehöre nicht zu den Zauberinnen, die niemandem folgen können, ohne das Gefühl zu haben, ihnen würden die Flügel gestutzt. Oh, pass bloß auf, was du über deine werten Kolleginnen redest. Du Nestbeschmutzerin. Gut gesagt, Hexer. Du siehst nicht nur gut aus, du hast auch was auf dem Kasten. Du bist die Taube in der Hand. Ja, und außerdem... Verdammt, du hast gewonnen. Diesmal. Ha! Wann haben wir eigentlich mit diesen Wortspielen angefangen? Das weißt du nicht mehr? Auf einer Vernissage in Ban Art, weil du sonst verrückt geworden wärst vor Langeweile. Ich weiß noch, dass ich deinen Sinn für Humor so nervtötend wie liebenswert fand. Ändere dich nie, Geralt. Bitte. Habe ich nicht vor. Also, reden wir später weiter? Natürlich. Ich gehe nirgendwo hin. Na dann, meine lieben Freunde. Ich mach sie an. Komm, bisschen Kerzenschein. Schade nicht. Ich würde sagen, wir haben damit es endgültig durchgespielt. Aber zuletzt noch Fasane, ja, Fasane im Wasserplanschen. Das ist süß. Zuletzt, allerletzt, eine Sache wollen wir uns natürlich angucken. Wir wissen ja, der gute Regis, ne? Hat uns ja was auf den Nachttisch gestellt. Gelegt. Mutagen-Generator und Brief von Regis. Den lesen wir noch. So, Rena ist frei. Lieber Geralt, wenn du dies liest, bin ich schon weit fort von Toussaint und du hast meinen Mutagen-Generator gefunden. Du kannst das Instrument natürlich nennen, wie du willst. Vielleicht etwas inhaltlich oder geschmacklich passenderes. Ich zweifle nicht daran, dass dein Wissen über Mutagene das meine bei weitem übersteigt. Ich habe in meiner Freizeit an diesem Gerät gearbeitet. Nun ist es fertig und ich bin von seiner Funktionstüchtigkeit überzeugt. So überzeugt ein Erfinder eben sein kann, bevor seine Erfindung sich bewährt hat. Gewiss fragst du dich, wozu es dient. Wie der Name schon sagt, generiert der Mutagen-Generator Mutagene. Er absorbiert die elektromagischen Energiewellen von Körpern, in diesem Fall von den Körpern der Monster und Bösewichte, die du tötest. Und wenn er hinreichend aufgeladen ist, verwandelt Energie in ein großes Mutagen um, für das du zweifellos gute Verwendung haben wirst. Leider bin ich Animateur, daher musst du mir vergeben, dass sich der Betrieb des Apparats nicht steuern lässt. Welches Mutagen du erhältst, ist dem Zufall überlassen. Es kann rot, grün oder blau sein. Ich habe allerdings bemerkt, dass sich die Farben meistens abwechseln. Gewiss findest du mein Geschenk nützlich. Dein ergebener Freund Emil Regis Rohelek Terizev Godefroy. PS. Du magst dich fragen, warum ich den Mutagen-Generator einfach bei dir abgeladen habe, anstatt ihn dir persönlich zu überreichen. Nun, das tat ich aus Bescheidenheit, ob du es glaubst oder nicht. Alles Gute, Geralt. Möge mein Geschenk dir nützen. Ja, damit haben wir einen Mutagen-Generator noch bekommen. Und sind damit aber auch... Hier, ich habe kein Bild mehr. Oh, Moment. Wir haben... Also, sorry, das muss ins Schlafzimmer. Wir haben noch zwei Bilder, die aufhängen müssen. Mal gucken, wo ist noch ein weiterer Bildplatz? Hier. Das Bild von Olgierd und Iris. Wahnsinn.
Und damit haben wir unser Chaos auch komplett... Ja, okay, warte. Oh, da ist noch ein Bild. Scheiße. Nein, die will ich nicht. So. Das ist ja noch ein Platz für ein Bild. Das gibt's da nicht hier. Und immer noch fliegende Kerzen im Haus. Ich meine die mal aus, dass das geht. Am Ende fallen die runter und fangen Feuer. Naja, wir haben keine Bilder mehr. Wir haben sind durch. Das Spiel ist damit beendet. Und ich würde sagen, ich lege mich jetzt einfach schlafen und... Wir sehen uns in einem neuen Let's Play, was übermorgen voraussichtlich starten wird, meine Freunde. Also dann, gute Nacht und auf Wiedersehen. Ciao.